Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS. Heute mal nicht aus Truckers SMP, heute mal nicht aus dem Singleplayer. Heute wollte ich mal ein bisschen SCS Multiplayer spielen. Warum heute SCS Multiplayer? Truckers SMP ist ja ganz schön, aber man trifft nicht viele andere Fahrer. Singleplayer, ja, ist auch ganz nett. Aber SCS Multiplayer, man hat einfach realistischen KI-Verkehr. Wir stehen aktuell hier in Hamburg. Das ist unsere Karte, die uns zur Verfügung steht. Und ich würde mal sagen, wir hüpfen mal rein. Machen uns wieder unsere Sachen an. Machen unsere Abfahrtskontrolle. Ihr seht, da vorne fährt schon Verkehr. Warnblinker. Sehr schön, das passt auch. Jetzt ist nämlich das Ding. Jetzt müssen wir nämlich Jobs hier über den Auftragsmarkt suchen. Aufträge. Hamburg. Was haben wir denn Schönes? Ah, ich muss doch andersherum. Ich will den höchsten Preis haben. Was haben wir denn hier? Hamburg. Hamburg, Bora nach Montpellier, 1440 Kilometer. Dann holen wir uns jetzt unsere Fracht ab. So, einmal hier rein nach Sunbuilders. Aufträge. Wir hätten auch einen nach Florenz gehabt, aber ich denke mal, das passt. So, tanken müssen wir gleich auch noch. Ja, ich denke mal, das passt. Da wir jetzt mit KI-Verkehr fahren, bleiben wir auch schön hier an der Ampel stehen. Da vorne die Kräne vom Hamburger Hafen. Sehr schön.
Ich versuche heute im Schnitt auch nur 90 Stundenkilometer zu fahren. Sehr realistisch. An der nächsten Tankstelle werden wir auch rechts rausfahren. Einmal schnell voll tanken. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. In Wackers MP kommt man einfach so auf die Piste fahren. Aber da wir jetzt hier KI-Verkehr haben, passt das so. Vorne fahren wir auf jeden Fall schon mal raus. So, jetzt hängen wir uns einfach mal hier hinten dran. So, einmal 90 Stundenkilometer rein. Und dann rollen lassen bis zur Tanke. Ja, dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr mehr sehen wollt. Zwackers MP ProMods? Wackers MP Sim 1, Singleplayer oder SCS Multiplayer? Weil das ist ja auch ein Kanal für euch und ihr entscheidet ja, was ihr sehen wollt. Deswegen schreibt mir einfach mal bitte in die Kommentare, was eure Meinung ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall unsere 90 Stundenkilometer erreicht. Wir sind aktuell auf der Autobahn 7. Ich wollte gerade Slash 6 machen, das geht ja nur in Truckers MP.
So, da vorne ist eine Tankstelle. Da fahren wir mal eben draus tanken. Kreuz Hannover Ost. Es kann natürlich jetzt sein, dass auch andere KI-LKWs hier tanken müssen. Dann kann das hier mal zum Stau kommen. €2,18 der Liter. Ist okay. Ich habe mich mal bei dem Kollegen hinter mir bedankt, der hat mich reingelassen. Tempomat auf 90. Mal ein bisschen aufpassen hier. Ich glaube, ich bleibe direkt hier auf der mittleren Spur. Sehr schön. Läuft doch, läuft doch. Jetzt müssten hier eigentlich gleich die Kasseler Berge kommen. Da kommt er mit seinem kleinen Bagger hier die Rampe nicht hoch.
So. Mal schauen, dass wir hier mit Schwung hochkommen mit unseren 8,5 Tonnen. Und da müsste jetzt Kassel sein. Ja, ist es. Sehr schön. Mal gucken, ob wir rechts auf der Brücke den ICE sehen. Okay. Da hinter Kassel müsste es auch gleich 90 werden wieder. Oder er gesagt 80. Dann haben wir gleich auch nur noch 1100 Kilometer, ganz entspannt. Ja, wenn ich neben dir bist, wirst du schneller, Kollege. Ankunft ist für 12:09 Uhr in einer guten Stunde geplant. Das ist doch schön. Ziehen wir einmal hier rüber. Frankfurt, Köln, Mannheim. Komm. Jetzt mit Schwung hier hoch.
So, einmal schnell rübergezogen, damit der rote LKW reinziehen kann. Kreuz, Gambacher Kreuz, da geht's nicht für uns raus, wir bleiben hier einfach auf der Autobahn drauf. Oh, haben wir die Autobahn schon gewechselt? Ah, von der 7 auf die 5, okay, alles klar. Mal hier ein bisschen aufpassen. Könnte ja sein, dass von rechts ein LKW gleich kommt und auf die Bahn möchte. Oder dahin so ein kleines Auto, was aber runterfährt. Wir haben jetzt auch nur noch weniger als 1000 Kilometer, das gefällt mir. Auf der linken Seite jetzt gleich Frankfurt am Main. So, was wir jetzt hier ein Problem haben. Der Bus hat wahrscheinlich die Unfallstelle nicht gesehen. Hat dadurch jetzt Warnblinkelicht angemacht. Wir warten jetzt so, ja, 2, 3 Minuten. Wenn sich da nichts getan hat, fahre ich links dran vorbei. Weil irgendwann verschwinden die von alleine. Okay. Da tut sich nichts. Dann machen wir Tempomat mal wieder rein. Aber ihr habt gesehen, wenn die KI hat noch ein bisschen Probleme. Aber ich wollte realistisch bleiben, einfach mich mal hinten anstellen. So, die ersten Fahrzeuge kommen auch schon wieder. Sehr schön.
So, da hinten fliegt ein Flugzeug. Schön der Frankfurter Flughafen. Müssten wir eigentlich auch gleich dran vorbeifahren. Radarkontrolle, okay. Ja, tanken müssen wir nicht. Tank ist gut voll. Okay, da vorne müssen wir gleich raus. Das heißt, ich brauche auch nicht mehr überholen. Hängen wir uns mal einfach hier hinten dran. Ja, ich biege lieber rechts ab als links. Sehr schön. Ja, hier auf der Landstraße werde ich auch keine 90 fahren. Wir werden uns, denke ich mal, gleich dahinter den anderen LKW hängen. Wenn er nicht woanders lang fährt. Sehr schön. Dann müssten wir gleich auch über die französische Grenze fahren.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich zu schnell um die Kurven fahre, dass ich umkippe. Deswegen fahren wir ganz entspannt. Sicherheit geht vor, auch im LKW-Verkehr. Okay, bei Straßburg geht's gleich wieder auf die Autobahn. Gleich ist gut. Oh, jetzt bin ich doch auf die 90. So, hier verlassen wir Deutschland und fahren über die französische Grenze. Noch 800 Kilometer bis zum Ziel. So, Baustelle ist auch schon wieder aktiv, aber ohne Baustellenampel. Das ist doch gut. Ja, der Kollege da versucht zu überholen. Kann er ja machen. Hat er Glück gehabt, dass ich nicht schneller gefahren bin, sonst hätte sie geknallt. Zehntausend von Zaneta, sehr schön. Ah. Jetzt bleiben wir hier mal hinter dem Kollegen, weil wir jetzt eh hier durch, ja, mehr oder weniger durch Straßburg fahren. Und mal eben gucken, ob er rüberzieht oder ob hier rechts rausfährt. So, hier einmal rüber Richtung Dijon und Belley oder Bail.
Ja, Straßburg, Stuttgart brauchen wir nicht. Dann ziehen wir mal rüber. So, hier wird gleich zweispurig, aber da wir ja schon ganz rechts sind, keine Gefahr für uns. Wie lange haben wir denn für die Tour noch? 36 Stunden. Das sollten wir eigentlich schaffen. So, da hinten staut sich schon wieder ein bisschen. Okay. Ich denke mal, wir werden gleich unseren Tempomat gleich rausnehmen müssen. Da schauen wir mal. Noch einmal Luft nach da vorne. Ja, das ist nämlich auch ein Problem von der KI. Die kommt vom Parkplatz, sehen den LKW. Ich musste gerade links rüberziehen, hab den rechts rausgeschossen. Eigentlich muss die KI beschleunigen Spur. Ich müsste langsamer werden, hätte mich hinter den Weißen setzen müssen. Aber okay. Aber das ist noch ein großes Problem im SCS Multiplayer, die KI. So, dann einmal hier runter. Tempomat auf 90. Und schön rollen lassen. Jetzt müsste doch gleich mal eine Mautstation. Ah, da hinten kommt eine Mautstation. Ich wollte schon sagen, Frankreich und eine Mautstation ist nicht Frankreich. Jetzt noch 600 Kilometer. Sehr schön. Ah, da vorne steht ein Zug. Sehr schön.
muss ich den Tempomaten doch mal rausnehmen. Hier in den Kurven in Frankreich ist 80. Ach ja, wir können ja eh nicht schneller als 90. Jetzt müssen wir einmal kurz rechts schauen. Das habe ich nämlich erwartet, dass der Blaue noch vorzieht. Komm mit deinem blauen Fahrzeug da. Zieh. Sehr schön. So, ich werde automatisch auf 90 runtergebremst. Oh, dahin starte ich es auch schon wieder. So, wo kommt die Ausfahrt da hinten? Die nächste. Okay. Mal ein bisschen aufpassen hier. In Frankreich fahren die anders als in Deutschland.
Aber so langsam geht gleich auch die Sonne unter. Das heißt, mein V8-Zeichen vorne in der Windschutzscheibe ist schon angegangen. Mal eben mal ein bisschen abbremsen. Hier ist nämlich 80. So, da vorne geht's gleich raus für uns. Schleichen wir uns mal hier hoch. Und gehen dann mal wieder auf die 90. Sehr schön. Dahin kommt auf jeden Fall nochmal eine Mautstation. Keine Zollstation. Ankunft in gut 19 Minuten. Das passt doch. So, jetzt ist er auf jeden Fall die 80. Ihr seht links das weiße Auto, was im Spiegel zu sehen ist, wird auf jeden Fall langsam. Fernlicht ist an, das ist gut. Und dann haben wir auch nur noch gute 300 Kilometer, das schaffen wir jetzt auch noch.
Oh, guck mal, was hier links überholt. So, können wir direkt hier links bleiben. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Sehr schön. Muss man sich ganz schön konzentrieren hier. Scheibenwischer lasse ich mal an. Weil ich denke mal, hier draußen wird es gleich wieder regnen. Jetzt ist hier nämlich meine Lieblingskurve. Lieblingskurve nicht natürlich. Scheibenwischer aus. So, Handbremse anziehen.
Normalerweise würde ich das nicht tun. Mal schauen. Ihr seht, der Bus hat eigentlich keinen Schaden. Jetzt habe ich mir zwar ein bisschen Schaden eingefangen, aber jetzt schauen wir mal. Ja, ich lade mal einmal kurz zurück, weil ihr habt ja gesehen, das hat keinen Sinn. So, jetzt schauen wir mal. Ja, ich sage ja, KI hat immer Probleme. Ihr habt ja gesehen, ich habe den Bus angeschoben, er ist kurz vorgefahren, hat dann wieder Warnblinker angemacht. Das hätte jetzt auch eine Stunde dauern können. Jetzt dürfte hier gleich wieder die Baustelle kommen. Okay, es kann natürlich auch wirklich sein, dass sie gar keine Baustelle war und der Bus einen erkannt hat. Eine Baustelle. Weil jetzt war hier nämlich an der Stelle keine Baustelle. Okay.
400, 200 Kilometer. Das ist ja eh dreispurig, okay, dann passt es ja eh. Tempomat auf 90. Dann haben wir es ja auch gleich geschafft. 160 Kilometer, 170 Kilometer noch. Ziel ist zwar noch nicht auf der Karte angezeigt, aber... So, da links fährt ein Zug. Montpellier müsste auch schon ausgeschildert sein. Ist es auch, ist sehr schön. Ja, da vorne geht es gleich für uns raus. Ja, dahin kommt Montpellier, okay, sehr schön. Quasi vor uns, sehr schön.
Oh, da gibt's ja gleich noch mal ein bisschen Grusi hier. Sehr schön. Aber erstmal gibt's noch mal eine Mautstation. Heißt, wir müssen noch mal aufpassen. Dankeschön. So, und jetzt geht's da gleich noch mal ein bisschen hoch ins Gelände, würde ich mal fast behaupten, wenn ich die Karte so sehe. So, die letzten 30 Kilometer noch mal hier ein bisschen durchs Gelände. So, da vorne ist auch schon das Gelände. MVM.
Wollen wir mal schauen. Und damit können wir absatteln. Sehr schön. Ihr seht, wir sind in der Sitzung. So. Damit stehen wir. Können den Motor ausmachen. Und damit würde ich sagen, mit unserem schönen Scania der jetzt hier auf dem Firmengelände steht, sag ich, ciao mit Frau Robin. Tschüss.